Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Du kannst dich auf eine interessante Erzählreihe freuen, denn es geht um zwei liebende Menschen, die sich einst liebten. Was genau in der Geschichte passiert, kannst du dir selber anhören. Ob es ein Happy End gibt, dies erfährst du erst am Ende der Geschichte. Diese Geschichte wurde 500 Jahre lang unter den Leuten erzählt, bis der Dichter Nizami im Jahre 1188 es dann verschriftlichte. Es ist eine märchenhafte, mystische, orientalische Liebesgeschichte über einen Beduinenjungen namens Kais. Ob diese Gegebenheit der Wahrheit entspricht, dies weiß nur Allah. Wenn du Dichtung und Märchen magst, wirst du diese Geschichte lieben. Warum ich diese Erzählreihe starten möchte? Allah sagt in Sura 30, Vers 21 folgendes: Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Wenn man sich hingezogen fühlt zu einer Person, sollte man nicht lange zögern und im islamischen Sinne handeln. Dazu gehört es, Allah um Rat zu fragen, damit er Segen darin gibt. Sich selber bewusst machen, ob man in der Lage ist, eine Ehe zu führen, also sich selber zum Positiven ändern, damit die Ehe gesegnet wird. Denn die Liebe ist ein großes Geschenk von Allah. Und diese tagtäglich zu pflegen, ist eine Herausforderung, denn der Shaitan versucht immer zu spalten, da er die Spaltung liebt. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, Iblis setzt seinen Thron auf das Wasser und schickt dann seine Truppen aus. Der Rangniedrigste unter ihnen führt am schlimmsten in Versuchung. Der eine kommt und sagt: Ich habe dies oder jenes gemacht. Worauf er sagt: Du hast nichts gemacht. Er fuhr fort. Dann kommt ein anderer und sagt: Ich habe nicht von ihm abgelassen, bis ich ihn von seiner Frau getrennt habe. Dann lehnt er, Iblis, sich zu ihm herab und sagt: Ja, du bist es. Möge Allah alle islamische Ehen segnen und zwischen die Ehepaaren Liebe und Barmherzigkeit legen und die Liebe pflegen, Amin, so wie der Beduinenjunge namens Kais die Liebe kontinuierlich pflegte zu seiner Geliebten in Form von Gedichten im hohen Sprachstil, denn die Frauen kann man mit schönen Worten für sich gewinnen, wenn man das Gesagte auch in die Tat umsetzt und es kein leeres Gerede bleibt. Das ist die wirkliche Liebe, die mit Allahs Erlaubnis bestehen bleibt. Eine Liebe einzig und allein für Allah. Da zählt nur die Absicht, die man in sich hegt, bevor man eine Ehe eingeht. Ich freue mich, diese demnächst verlesen zu können, denn vielleicht werden dadurch Ehen vollzogen oder gerettet, und Allah kennt das Verborgene. So schaut darauf, welche Blume ihr pflückt, denn sie muss stets gepflegt werden, wenn ihr sie behalten wollt. Manch einer findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen Kopf verliert. Ist deine Neugierde geweckt, so bleib dran, um zu erfahren, wie es weitergeht, inshallah. Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle Schwester Khadija, die Deutsche am Nil, herzlichst grüßen, da sie Geschichten mag, die unter die Haut gehen. So wird sie gewiss an dieser Gefallen finden. Besucht ihren Kanal, ein Link findet ihr in der Beschreibung. Khadija, Liebes, lass dich überraschen und fühl dich gedrückt.